Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Raum und Zeit Studio Talk. Und wenn es Sie interessiert, wie Sie Sprit sparen können mit Ihrem Fahrzeug, dann sind Sie jetzt genau richtig. Unsere Gäste werden über Ihre Erfindung, über Ihre technische Innovation sprechen. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Ingenieur Herbert Renner aus Österreich und den Herrn Gregor von Drabich. Herzlich willkommen. Sie. Vielen Dank. Ja, ich habe es gesagt, Spritsparen, ein großes Thema. Unsere Automobilindustrie versucht natürlich seit Jahren immer wieder den Sprit zu reduzieren. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das stagniert so ab einem gewissen Wert. Und jetzt kommen Sie und sagen, Sie haben da eine relativ einfache, auch relativ preisgünstige Methode, damit wir mit unseren PKWs weniger Sprit verbrauchen können. Wie kam es dazu? Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich ein ganz anderer. Die Entwicklung kommt aus dem medizinischen Bereich. Meine Geschäftspartnerin ist Heilpraktikerin und sie hat sich mit Energiemedizin und Energieschwingungen beschäftigt. Und ich bin der Techniker und habe dann gesagt, können wir das nicht in unser liebstes Kind umsetzen, das Auto. Mhm. Ja? Und ich habe das Prinzip so verstanden, Energie und Schwingung kommt überall vor. Also muss ich das auch technisch anwenden können. Und das haben wir dann auch gemacht. Im Jahre 2001 haben wir begonnen mit einem BMW Z3, der noch immer fährt und sehr gut fährt, die Versuche durchzuführen. Wir bringen Energie in den Treibstoff rein und diese Energie spart dann im Endeffekt Sprit. Das ist in Summe gesagt, was wir machen. Das klingt einfach, ja, ist aber eine sehr komplexe Entwicklung, weil man muss überlegen, man hat 800 verschiedene Motorenkonzepte mit den ganzen Steuerelektroniken und das ist nicht so einfach, die Thematik. Und wir haben uns auch hier 6 Jahre lang die Zähne ausgebissen, bis wir dann eine marktreife Lösung hatten, weil eben die Elektronik muss auch mitspielen und es gibt hier Wasserstoffeinspritzsysteme, die müssen die Elektronik manipulieren, damit es zu einem Effekt kommt. Mhm. Und wir schaffen das vollständig ohne einen Eingriff in die Elektronik, hier zu einem Spritspar-Ergebnis zu kommen. Und das ist eigentlich das Komplizierte an dieser Innovation. Man soll nichts anderes verändern im Auto, als unser Gerät sozusagen einzubauen und dann soll das funktionieren und das haben wir in 6-jähriger Entwicklungsphase zusammengebracht. Wann haben Sie diese Erfindung sie war schon einmal auf dem Markt, da kommen wir gleich später nochmal dazu. Wann konnte man zum ersten Mal auf Ihre Erfindung zurückgreifen? In welchem Jahr war das? Mitte 2007 haben wir die Firma gegründet und dann war das Ganze marktreif. Weil ich bin ja von meiner Ausbildung her Techniker und sage, ich muss das alles messen können und nachvollziehen. Und ich kann in Europa mir nicht erlauben, mit sozusagen Humbug auf den Markt zu kommen. Mhm. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben jetzt das Jahr 2013, unsere Firma gibt es seit 6 Jahren. Das heißt, wenn das jetzt nicht so funktionieren würde, wie wir das behaupten, überlebt man das vielleicht 3 Monate, aber keine 6 Jahre. Mhm. Und es waren spannende 6 Jahre. Aber da können wir noch mal drauf eingehen. Da gehen wir sicher drauf ein, ja. Sie haben uns Ihre Erfindung auch mitgebracht. Ich darf das jetzt gleich mal in die Hand nehmen. Das gibt es in verschiedenen Größen. Das Ganze ist recht technisch unkompliziert. Es ist ein einfacher Metallstift. Ja. Das ist jetzt die Größe für, das ist für Kraftfahrzeuge, ganz normal Autos. Und das ist für LKWs und größere Motoren. Genau. Ja, so. Also das ist schon XL. Ja, okay. Wir haben das wie die Kleidergrößen gemacht. Ja. Die kleinste Größe ist XS, das ist für Rikschas in Indien. Dann gibt es die Type S, dann die Type M, L und natürlich XL. Und dann für die nächst größeren Motoren gibt es dann XXL. Also. Also von der Haptik her habe ich jetzt einen Metallbolzen in der Hand, der mehr oder weniger nichts Besonderes dasteht. Ich kann auch nichts hören, im Inneren raschelt nichts, es rüttelt nichts. Solides Metall, in dem Sinn, man ist natürlich erstmal skeptisch bei sowas. Ja. Man tut es ab in den Bereich der Esoterik, Wunschdenken oder so. Ja. Wenn das so wäre, würden Sie jetzt heute nicht bei uns sitzen. Also die Frage ganz konkret, wie ist denn da das Wirkprinzip oder wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Ja. Vielleicht können wir da die Folie Funktionsweise und Anwendung einblenden. Und jetzt haben wir so einen Monitor.
Das Ganze ist so, dass dieser Stift eine Schwingung abgibt. Ja. Man kann die Analogie zu einem Magnetfeld ziehen. Es ist zwar kein Magnetfeld, es ist was anderes, ja, sondern wie wir da auf dem Bild sehen, Bioenergetic Field. Der Stift gibt ein Feld ab, eine Schwingung an den Treibstoff, und das verändert den Treibstoff, führt zu einer besseren Treibstoffqualität. Und die Grundlage für das Ganze ist, dass wir behaupten, dass Masse und Energie zusammenhängen. Das hat auch Einstein schon herausgefunden. Deswegen haben Sie hier auch die Formel E gleich m mal c Quadrat aufgeführt. Ja. Genau. Also wir haben einen Zusammenhang zwischen Energie und Masse. Wir kennen es aus der Kernspaltung oder Kernfusion. Wir behaupten aus unserer Forschung, dass es keine Masse in dem Sinn gibt oder Materie, sondern es gibt nur verdichtete Energie. Mhm. Ja. Und wir behaupten auch, dass jede Form von Energie eine Schwingung hat. Wir sehen das rechts, also die rote Schwingungslinie ist dargestellt, soll das verdeutlichen. Das heißt, jede Materie hat eine Schwingung oder jede Energie hat eine Schwingung. Man kennt es ein bisschen aus der Homöopathie. Ich kann chemisch nichts nachweisen in der homöopathischen Medizin, aber es soll trotzdem eine Wirkung haben. Also es gibt tatsächlich Ärzte und auch Patienten, die hier Veränderungen erfahren. Wir behaupten, da ist diese Schwingung ist drinnen. Ja. Der Stoff ist nicht drinnen, aber die Schwingung. Und das wissen wir aus unserer Erfahrung aus dem medizinischen Bereich, wo es um Energieschwingungen geht. Und das Ganze machen wir im Treibstoff auch. Und die Konsequenz ist dann im Treibstoff, ich habe das Molekülmodell von Reinbenzin aufgezeichnet, das ist unten das Bild mit den roten Strichen. Wir bringen Energie in den Treibstoff rein, dass sich nachher diese Kette, die miteinander verbunden ist, leichter aufteilt. Mhm. Im Verbrennungsprozess. Im Verbrennungsprozess. Und durch das Aufbrechen dieser Ketten verbrennt der Treibstoff besser und effizienter, mit dem Ergebnis, dass ich weniger davon brauche und messbar hinten weniger Abgase habe. Ja. Also ich verstehe das richtig, dass das Gerät eigentlich nicht eingebaut wird in das Fahrzeug. Es gibt keine Anschlüsse, es gibt keine Zu- und Ableitungen. Hm. Es wird einfach nur entweder an die Kraftstoffleitung angebracht, also mit Kabelbindern oder genau, einfach festkleben. Hm. Oder rechts oben das Bild, das soll der Tank darstellen wahrscheinlich. Das ist der Tank, ja. Man legt es einfach in den Tank hinein. Genau. Ja. Der direkte Kontakt zum Medium ist natürlich am besten, weil je weiter er vom Treibstoff weg ist, umso schwächer ist die Wirkung. Ja. Ja. Und bei ganz dicken Leitungen haben wir teilweise keine Wirkung. Darum sagen wir, der ideale Platz ist natürlich im Treibstoff. Okay. Wenn wir das jetzt röntgen würden, dieses Gerät, um zu gucken, was da drin ist, ist das jetzt innen hohl? Ist da eine Bohrung drin? Oder wie, nein, das ist Vollmaterial. Die Veränderung machen wir eigentlich auf subatomarer Ebene. Okay. Das heißt, Sie können wissenschaftlich mit den heutigen Messgeräten nichts sehen. Mhm. Ja, wir gehen da schon auf eine Quantenebene runter, wo wir die Veränderung in der Metallstruktur durchführen. Und das kann man mit der heutigen Messtechnik kann man nur Oberflächen von Atomen sehen, aber nicht reinsehen. Ja, ja. Und wir arbeiten schon im subatomaren Bereich, wenn wir die Struktur ändern. Sie haben gerade angesprochen, dass die Moleküle hier aufgebrochen werden, dass quasi die Effizienz im Motor besser wird. Wie lässt sich das erklären? Also ich meine, Raumenergie, ja, das ist mir auch ein Begriff. Das ist auch durchaus ein Begriff, mit dem man heutzutage nicht mehr vor verschlossenen Türen steht. Also das ist gerade hier, was Raum und Zeit betrifft, Raumenergie ist da ein offenes Thema. Mhm. Und, aber was passiert konkreter? Das ist nicht nur eine Aufspaltung, sondern wie? Ich kann es konkret erklären. Ja. Das Erste ist, wir führen Energie zu. Ja, und zwar nutzen wir die vorhandene Raumenergie und die wandeln wir so um, dass jetzt der Treibstoff aufnehmen kann. Was passiert im Treibstoff? Im Treibstoff passiert Folgendes, dass wir Elektronen um den Kern kreisen haben. Wir kennen das klassische Modell. Ja. Und wenn man jetzt Energie reinbringt, dann fängt das Elektron stärker zu kreisen an. Und je mehr Energie ich reinbringe, umso schneller kreist das Elektron. Ja. Und irgendwann haut es ab. Dann wird es zum sogenannten Ion, wenn es sich löst. Ja. Das heißt, es geht darum, die Bindungskräfte zwischen den Atomen zu lösen, damit die dann verbrennen können. Also
Und die lösen wir vor, indem wir Energie reinbringen. Das heißt, wir beschleunigen eigentlich die Elektronen da drinnen. Und so, wenn es dann zum eigentlichen Auflöseprozess kommt, geht der ganz leicht. Man kann das sich vorstellen wie einen Sandhaufen, den schichte ich auf, ja, und dann reicht nur ein Körnchen und dann rutscht der ganze Haufen runter. Okay. Das heißt, wir spannen das System quasi vor mit Energie und wenn dann der Zündfunke kommt im Brennraum, dann ist die Explosion umso effizienter. Aha. Und das spart den Treibstoff. Okay. Also sprich, dadurch, dass Sie Energie in den Verbrennungsraum einfügen, wird der Prozess optimiert. Genau. Wie ist es dann bei den Abgasen? Was passiert jetzt, wenn das komplett verbrannt wird? Da müssten ja dann theoretisch mehr Abgase entstehen, oder? Wenn alles im Verbrennungsraum benutzt wird. Wir müssen die Abgase unterscheiden. Wir haben ein gewolltes Abgas, das ist CO2. Was heißt gewolltes Abgas? Ja. Das Abgas CO2 braucht man, um den Kolben zu bewegen. Weil aus der Umwandlung von Treibstoff zu CO2, das ist die sogenannte Gasexpansion, ich habe ein Teil Treibstoff, der expandiert zu 2,5 Teilen CO2. Und diese Expansion bewegt mir den Kolben nach unten. Richtig, ja. Das brauche ich. Das ist gewollt. Ja. Aber wir brauchen weniger Treibstoff, um den Kolben nach unten zu bewegen. Weil? Weil die Verbrennung effizienter ist, weil wir schon Energie reingesteckt haben. Ja. Der Nebeneffekt sind die toxischen Abgase, die ungewollten Abgase, die reduzieren wir teilweise bis zu 100% und das kann man in Messungen nachvollziehen. Also der Nebeneffekt in einem ganz normalen, nicht mit Ihrem Gerät ausgestatteten Motor sind die toxischen Gase, die lassen sich halt eben bei dieser CO2-Erzeugung nicht reduzieren. Unsere Abgase, die wir immer haben, und die werden jetzt weniger. Die werden erheblich weniger, teilweise bis zu 100% weniger, was Messungen darstellen. Also das ist eine objektive Sache. Die Treibstoffmessung, da kann ich sagen, ja, heute stehe ich mit dem linken Fuß auf, da habe ich einen Gasfuß oder nicht. Das ist schwerer zu objektivieren, das geht schon, aber die Abgasmessung ist da unbestechlich. Ja, und das können wir dann auch ein Beispiel Ich versuche mir das gerade physikalisch vorzustellen, dass wenn mehr Verbrennung stattfindet und quasi mehr Moleküle quasi transmutiert werden oder verändert werden, dann müsste ja dann eigentlich auch mehr Abgase rauskommen. Aber Sie haben ja hier uns noch eine Folie mitgebracht, Sie haben ja klare Fakten geschaffen mit dieser Technik und dann danach gemessen. Was sehen wir auf der rechten Seite hier? Auf der rechten Seite ist ein Dieselmotor. Beim Dieselmotor wird hinten der Ruß gemessen, also das Schwarze, was hinten rauskommt. Und das nennen wir auch Trübung. In der Technik wird das auch als K-Wert dargestellt. Und wir sehen das, hier steht K ist 2,91. Da kommt schon hinten schwarz raus bei dem Wert von 2,91. Also das ist was blau eingerahmte. Genau, das blau eingerahmte. Ab einem Wert von 1,2 kann das menschliche Auge Ruß mit freiem Auge sehen. Wenn das drüber geht, wenn es drunter geht, sieht man nichts mit freiem Auge. Und wir sind bei diesem Fahrzeug dann auf 0,38 runtergekommen. Von 2,91 auf 0,38 ist eine Reduzierung von Ruß von 86%. Da sieht man mit dem freien Auge nachher nichts mehr. Und man muss sich vorstellen, ein Rußpartikelfilter hat einen Grenzwert von 0,5 und wir sind bei einem Fahrzeug, das keinen Filter hatte, unter den Grenzwert gekommen von 0,5, das eigentlich für Filterfahrzeuge gilt. Okay. Ja. In der Auswirkung sehen wir das dann links, das war ein Beispiel, ein 11 Jahre alter Audi, der hatte zuerst die rote Plakette und mit dem Stift hat er dann diesen Grenzwert unterschritten, die auch Filterfahrzeuge haben. Und da hat er dann von einem bayerischen Landratsamt die grüne Plakette erhalten. Okay, und durfte damit wieder in die ganzen Umweltzonen einfahren. Genau. Ist ein sehr politisches Thema. Wir haben ca. 8 Millionen Fahrzeuge, die betroffen sind davon. Und natürlich ändert sich auch die Steuerklasse. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, ist das dann gewollt oder nicht gewollt. Mhm. Ja? Aber es ist technisch möglich. Ich sehe rechts dieses Abgasprotokoll, das war vom linken Seite im April 2009. Ja. Und zwei Monate später mit Einbringung von dem FuelSafer 22.06.09, also zwei Monate später war das. Genau, da ist circa 6 Tankfüllungen gefahren. Ein Nebeneffekt von der guten Verbrennung ist auch, dass der Motorinnenraum gereinigt wird. Aha. Das heißt, er wird sauber, die ganzen Ablagerungen gehen raus. Und was viele auch nicht wissen, die Partikelfilter
leben länger, weil dann natürlich fast keine Partikel mehr im Filter rankommen. Welche Partikelfilter meinen Sie jetzt? Also der Dieselpartikelfilter. Also wenn einer einen drin hat. Ja, ja. Genau. Mhm. Sie müssen den noch 120.000, 150.000 Kilometer austauschen. Das kostet zwischen 1.300 und 1.800 Euro. Und das erspart man sich dann. Also das ist ein wesentlicher Faktor, den man bei der Anschaffung vom Fahrzeug noch gar nicht bedenkt. Mhm. Verstehe. Wir haben auch Fahrzeuge, zum Beispiel bei einem großen österreichischen Lebensmittelkonzern, der unser Produkt verwendet, auch bei den Wiener Verkehrsdienste. Da sind die Fahrzeuge, die unser Produkt drinnen haben und keinen Filter, vom Abgas besser als die neuen Fahrzeuge mit Filter. Mhm. Okay, also das zeigt ja eigentlich eindeutig, wie effektiv diese Technik ist. Genau, richtig. Ja. Ist denn diese Einsparung dann kontinuierlich ansteigend? Gibt es einen gewissen Peak, einen gewissen Maximum der Einsparung oder wird es quasi immer besser? Je sauberer der Motor wird, haben Sie gesagt, und je besser das Fahrzeug eingelaufen ist mit dieser neuen Verbrennungsmethode? Wenn der Motor sauber ist, habe ich das Maximum an Einsparung erreicht. Unsere Erfahrung ist, dass es ca. 6 Tankfüllungen benötigt, bis der Motor sich durchgereinigt hat. Okay, also und so dann habe ich das Optimale erreicht. 2.500 bis 3.000 Kilometer so genau. Ungefähr. Dann müsste dann ungefähr. Aha, okay, verstehe. Jetzt natürlich die Frage, wie ist es mit einer Garantie von diesem Gerät? Oder von, wie nennen Sie es? Technik, Stift, Fuel Saver? Ja, wir haben außerhalb von Deutschland und Österreich mit der Vermarktung begonnen. Darum haben wir den Begriff Fuel Saver, der englische Begriff für Spritsparer, hergenommen. Und wir nennen das BE wie bioenergetisch. BE Fuel Saver heißt der Stift, kann kaum einer aussprechen, aber die historische Bezeichnung ist diese. Okay, verstehe. Wir geben 10 Jahre Funktionsgarantie in Europa und außerhalb Europas 30 Jahre. Warum die Unterscheidung? Ja. Naja, das ist von mir ein bisschen ein sarkastisches, spitzfindische, weil mir hat man gesagt, 30 Jahre ist unseriös. Mhm. Habe ich gesagt, okay, dann Europa 10 Jahre. Zum Beispiel, ich bin im arabischen Bereich, die stehen sich auf 30 Jahre. Im Prinzip, wenn einmal die Struktur verändert ist, bleibt ihr ein Leben lang. Mhm. Ja. Garantie kann man freiwillig geben in Österreich, zum Beispiel 30 Jahre für Dachschindeln. Da haben wir zuerst gesagt 30 Jahre und dann sind wir halt auf 10 Jahre runtergegangen, dass wir seriös sind. Okay, ja, das, was 30 Jahre hält, das kann nur Schwindel sein. So. Ja, genau. Ja, okay. Sie haben das natürlich bestimmt auch unabhängig untersuchen lassen, das Ganze. Genau. Wie wurde das denn aufgenommen? Wie sind diese Untersuchungen abgelaufen? Ja, da gibt es verschiedene Geschichten. Wie waren die erste? Sie haben natürlich irgendwann versucht, das auf den Markt zu bringen und mussten das dann unabhängig testen lassen. Was waren so Ihre ersten Erfahrungen mit der öffentlich-rechtlichen Meinung? In ja, okay. Die erste Erfahrung war diese. Also wir haben in Österreich geschafft, in der größten Zubehörkette, die haben 120 Geschäfte in Österreich, also das ist eine große Kette für Österreich, für das kleine Land. Die haben 3/4 Jahr getestet und mussten feststellen, das funktioniert. Mhm. Die haben es aufgenommen und dann sind Werbeflyer an jeden österreichischen Haushalt gegangen, also 4 Millionen Stück. Mhm. Und da haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Okay. Und dann ist der österreichische Fernsehen auf mich zugekommen. Die haben gesehen, da gibt es was, was außergewöhnlich klingt. Die haben natürlich gesagt, Charlatanerie und so weiter. Ne? Und sie wollen das aber begründen zu können. Ja. Ja. Sie wollen das testen, habe ich gesagt, gerne. Wir haben dann einen Test abgesprochen im österreichischen Fernsehen, dass vor laufender Kamera ein Fahrzeug von der Redakteurin ausgestattet wird. Wir fahren mit Tempomat Autobahn, dann zurück zur Tankstelle, tanken voll, schauen, was die Kiste gebraucht hat, geben den Stift rein und fahren wieder mit Tempomat und zurück. So haben wir das ausgemacht. Mhm. Ja, rausgekommen ist was anderes. Der zweitgrößte Automobilclub in Österreich hat gesagt, wir sind der Automobilclub, wir testen das selber, wir brauchen euch da nicht dazu. Ne? Wir sagen euch dann, was rausgekommen ist. Also man hat sie ausgeschlossen, ausgeschlossen von dem ja, Test. Ja. Richtig. Ja. Es wurde uns dann mitgeteilt, dass das Ergebnis vernichtend war. Ja. Es hat für uns dann noch 3 Monate gedauert, bis wir das interne Ergebnis erfahren haben und es waren immerhin 6%. Ja, mhm. Die wir nicht kontrollieren konnten. Aber ich sage mal, 6% ist nicht vernichtend.
Das ist schon mal was, ja, mit dem man rechnen kann. Das haben wir aber erst 3 Monate nach dem ORF-Dreh erfahren. Natürlich ist im Fernsehen ausgestrahlt worden, das Ergebnis war vernichtend. Ja. Und das war die erste Ausstrahlung. Die zweite war dann ein Test vom größten Automobilclub. Da haben wir gesagt, und da haben wir auch ein schönes Besprechungsprotokoll geschrieben, weil ich habe gesagt, ich mache nur mal alles schriftlich nach der ersten Erfahrung. Wir fahren auf eine Rennstrecke mit Tempomat und stellen dann einen Verbrauch fest, also mit gleicher Geschwindigkeit. Wir wurden dann an dem Testtag dort stehen gelassen, da ist niemand erschienen. Den Test hätte die Universität Wien durchführen sollen. Und die haben angerufen, sie haben ein Problem, sie testen auch wieder für sich selber. Beim Nachher-Test wollte ich dabei sein, dann hatte ich sogar Geländeverbot bei der Uni Wien erhalten, dass ich dort nicht am Gelände erscheinen darf. Zum Schluss wurde das Ergebnis wieder im österreichischen Fernsehen präsentiert. Es war keine Ersparnis vorhanden. Mhm. Und damit war ich am österreichischen Markt so gut wie vernichtet, weil diese Kette hat es dann auslisten müssen auf Druck von der ganzen Öffentlichkeit. Wir haben dann festgestellt, kurz vor dem ORF-Dreh, dass die Abgase gemessen haben und aufgrund der Abgase rückgerechnet auf den Verbrauch. Mhm. Nachdem wir aber die Verbrennung jetzt verändern, stimmt diese chemische Formel nicht mehr. Das heißt, die Rückrechnung ist falsch. Ich hätte tatsächlich den Verbrauch messen müssen. Das haben die nicht gemacht. Ich habe sie aufgefordert, über meinen Anwalt das zu wiederholen. Genauso wie wir es vereinbart hatten, wurde natürlich nicht gemacht. Das Ziel war vorhanden. Ich wurde kaputt gemacht, sozusagen, im Öffentlichen. Und damit war die Show vorüber. Und sie hatten gedacht, sie haben uns jetzt platt gemacht. Aber es war 2009. 2010, aber jetzt haben wir 2013 und hurra, wir leben noch. Mhm. Und Gregor kann dann vielleicht auch erzählen, was wir gerade jetzt für Erfolgsthemen auch im Moment haben. Herr von Traubig, Sie sind ja auch Vertriebspartner von dem Herrn Renner. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht mit dieser Technik? Ja, ich habe das natürlich auch erstmal kritisch getestet. Ich hatte das gelesen in einem Artikel und habe gesagt, ja gut, wenn das da steht, klingt das gut. Aber ich war natürlich auch wirklich überzeugt, nachdem ich selber getestet habe. Und ich habe es x-mal auch getestet. Getestet an Ihren eigenen Fahrzeugen? Eigenes Fahrzeug, Fahrzeug von Freunden und Bekannten. Mhm. Und dachte am Anfang, naja, vielleicht ist es ein bisschen Zufall. Und damit nochmal gefahren und nochmal gefahren. Das ist klar, das klingt erstmal zu gut, um wahr zu sein, wie es so schön heißt. Ja. Und, aber ich habe weiter getestet und bin dran geblieben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, also das stimmt. Überall, wo ich getestet habe, funktioniert es. Ungefähr, was haben Sie so Erfahrungen gemacht an Einsparungen? Ich hatte einen Saab 9.3 zu diesem Zeitpunkt. Der war aber mit dem Turbomotor ausgestattet und getuned. Mhm. Und da hat der Fuel Saver sehr, sehr gut angeschlagen. Ich habe über 30% gespart. Sie haben vorher wie viel ungefähr gebraucht? So? Ich habe die Werte jetzt nicht mehr genau im Kopf, die sind aber veröffentlicht. Ich habe das genau mit dem Streckentest gemacht. Das heißt, ich bin mehrfach die gleiche Strecke gefahren. Mhm. Immer Autobahn, nur Tempomat und habe das dann immer wieder verglichen. Und also über 30% gespart auf der Strecke Autobahn, Schweiz, also 120, 100, je nachdem auf welchem Streckstück. Und können Sie es auch so bestätigen, dass sich das dann sukzessive gesteigert hat, so nach ein paar? Es hat sich eindeutig sukzessive gesteigert. Bis zu 30%? Bis zu über 30%. Es fing, glaube ich, an bei etwas über 10%. Also die Unterlagen sind im Internet veröffentlicht. Und wie haben Sie es gemacht? Sie haben den Stift einfach in den Tank fallen lassen, oder? Nein, ich habe also die Montage mit über den Draht gemacht. Das war ein älteres Fahrzeug. Das hatte unten noch nicht diese Sicherungsklappen. Und dann habe ich mit dem Draht das bis zum Tankboden runtergeschoben. Mhm. Habe das überprüft. Da hört man so ein Tocken unten am Tankboden, was jetzt ist mal unten angekommen. Das ging bei diesen älteren Fahrzeugen oder geht auch heute noch bei diesen älteren Fahrzeugen. Bei den neuen geht das nicht mehr. Und dann bin ich also vorher die Strecke gefahren und nachher. Und dann hatte ich eben ähnliche, nicht ganz so hohe Ergebnisse, irgendwo meistens zwischen 10% und 20%. Also 6% habe ich nie gesehen, das war nur der Erbe, der das getestet hatte. Und über 20% sieht man in Ausnahmefällen, aber das ist nicht die Regel. Also zwischen 10% und 20% sind so typischen Einsparungen, die wir heute sehen. Ja, immerhin, ne? Ja, das ist super. Eine ganze Menge, ja. Ja, das ist hervorragend. Also ich war dann sehr zufrieden und habe gesagt, ja gut, wir müssen ein offizielles Dokument haben. Und wie es der Zufall wollte, sitzt ein Vetter von mir in Dubai und der hat einen Freund, auch ein Deutscher, und die haben gesagt, ja, wir kennen den TÜV gut, jemand vom TÜV.
Und ich wusste ja schon, da die offiziellen Stellen sind diesem Thema, aus welchen Gründen auch immer, ist mir nicht, noch nicht klar, was genau das, die Beweggründe sind, aber die sind sehr kritisch eingestellt. Und ich habe gesagt, ja gut, dann redet mal mit dem und schaut, was bei rauskommt. Und interessanterweise hat dieser Mitarbeiter dort beim TÜV gesagt, den der Freund meines Verwandten angesprochen hatte, dass eben die in Deutschland das nicht fair getestet würde. Er hätte das selbst mal im Hause erlebt. Aber wir sollten nach Dubai kommen und da würden wir einen fairen Test bekommen. Wir müssten vorher zahlen und was auch immer dann getestet worden ist, würde veröffentlicht werden. Und darauf haben wir uns eingelassen. Ich bin nach Dubai geflogen. Wir haben den Test gemacht mit 4 Ingenieuren vom TÜV in Dubai. Und wir sind die gleiche Strecke 2-mal gefahren mit 4 Fahrzeugen. 2-mal ohne den Fuel Saver und dann 2-mal mit dem Fuel Saver. Mhm. Und 2 Fahrzeuge hatten keinen Fuel Saver drin als Referenzfahrzeuge. Ja, ja. Und die Schwankungen des Nicht-Fuel Saver-Fahrzeuges, was wir gemessen hatten, waren 2,5%. Und die ausgestatteten Fahrzeuge haben dann zwischen 11% und 15% gespart. Das waren BMW und ein Mitsubishi-Bus. Und das war natürlich ein tolles Ergebnis. Aber wir hatten auch festgestellt, dadurch, dass die Schwankungen des Nicht-Fuel-Saver-Fahrzeuges minimal waren. Und das ist uns dann vom TÜV Süd Dubai bestätigt worden. Und es gibt da noch eine Pikanterie nebenbei, die man vielleicht erwähnen kann. Vor einem knappen Jahr bekamen wir dann einen Brief vom TÜV Süd in Bayern, der gesagt hat, ja, also wir müssen das jetzt löschen, Sie würden das Gutachten zurückziehen. Sieh mal an, ja. Und da haben wir auch gesagt, ja, sieh mal an, wie jetzt? Und auf Rückfragen hin und Rechtsanwaltsschreiben wurde dann bestätigt, nein, wir bezweifeln nicht, dass die Tests in Ordnung waren, aber es schadet unseren Marketingbemühungen. Ja, also wir haben auch gedacht, hä, wie bitte? Es kam dann ein relativ scharfer Brief vom Rechtsanwalt, von dem Herrn Renner, und dann ist die Sache bis heute zumindest jetzt im Sande verlaufen. Man hat das also jetzt nicht weiterverfolgt. Ist auch ein bisschen also eine sehr komische Geschichte, wenn man sich die Fakten anschaut. Ja. Mhm. Aber es ist doch eher negativ für den TÜV, wenn er sagt, jetzt wir müssen das zurückziehen. Das ist ja eher ein Nachteil, wenn die sagen, wir haben da missgebaut, das können wir jetzt nicht mehr so veröffentlicht lassen. Das ist eher ein Image-Schaden. Ist ganz, ganz komisch. Ja. Aber ich meine, viele Leute wollen natürlich das hören, was sie gerne hören wollen. Also wir haben immer noch, ich habe immer noch Kunden, bei denen ich anrufe und sage, wir bieten ihnen kostenlosen Test an bei ihren LKWs. Wir bieten das ja generell an, diesen Streckentest. Und dann machen sich einige im Internet schlau und sagen, ja, aber das ist ja Scharlatanerie. Das hat ja das österreichische Fernsehen bewiesen. Ja. Da fällt mir ein Spruch von Armin Risi ein, der Mensch glaubt, was er sieht, aber vor allem sieht er das, was er glaubt. Ja, das ist so. Ja. Und das ist wirklich dieser Bewusstseinswandel, über den wir ja vor der Sendung auch schon gesprochen haben, in dem wir mittendrin stecken. Und es ist erstaunlich teilweise, wir reden mit Unternehmern, die 10.000, 20.000, 30.000 Franken oder Euro ausgeben im Monat für Diesel. Und wir sagen ihnen, wir machen kostenlosen Tests, sie nehmen ihr Fahrzeug, ihren Fahrer oder das fahren am besten selbst. Ja. Sie können sich selbst davon überzeugen. Und 90% sagen, nein, wir sind nicht interessiert. Und 10% sagen, ja, also gut, machen wir. Und da machen wir die Tests und dann sehen die, das funktioniert. Die sind einverstanden und machen das dann auch. Die sind begeistert, die setzen das ein. Die freuen sich natürlich, dass sie Treibstoff sparen können und auch die Umwelt entlasten können. Verstehe. Ja. Sie haben ja gesagt, dass in Österreich die Firma, können wir den Namen sagen? Ja? Wie heißt die Firma, der Vertrieb? Die Firma Forstinger. Forstinger war das, ja. Die haben das ja im Programm gehabt. Genau. Ich glaube, es gab sogar Konrad Elektronik in Deutschland, hat es auch drin gehabt. Konrad Elektronik war 2 Wochen drinnen, dann kam ein Bericht im bayerischen Fernsehen. Erstens, dass das TÜV-Zertifikat zurückgezogen wurde, was nicht gestimmt hat. Ja, das war nur eine Behauptung. Zweitens wurde eine Werkstätte interviewt. Wenn der Stift eingebaut wird, geht das Auto kaputt. Wir haben dann herausgefunden, das war keine Werkstätte, die haben wir nicht gefunden, die gibt es gar nicht. Und der Werkstättenmensch, der interviewt wurde, das haben wir auch herausgefunden, war ein Schauspieler. Ja, aber wir waren schon wieder mal zerrissen. Ja. Es wurde gesagt, das macht das Auto kaputt und TÜV haben wir nicht mehr. Und aufgrund dessen sind wir dann bei Konrad Elektronik wieder ausgelistet worden, wo wir ein Jahr Versuche gemacht hatten. Ja. Aber in der Firma in Österreich, die haben das länger im Programm gehabt? Die haben das ein gutes Jahr im Programm gehabt und dann aufgrund vom Mediendruck. Ja, es hat ja
Der ÖMTC ist wie der ADAC in Deutschland. Wenn der an die Presseagentur Aussendung macht, es wird in jeder Zeitung gedruckt, ungefiltert. Da fragt kein Redakteur nach. Das geht eins zu eins raus. Einer hat angerufen, ob das wirklich so ist, ja, von den ganzen 20 großen Presseagenturen. Aber alle anderen haben das ohne nachzufragen einfach durchgedruckt, was die in den Presseverteiler reinstellen. Und da war der Marktdruck dann so groß, dass die das rausnehmen mussten. Wie viele Einheiten oder Geräte haben Sie denn insgesamt so bis jetzt auf den Markt bringen können? Über 50.000. Wie sieht es da aus mit der Erfolgsquote? Gab es Reklamationen oder gab es Rücksendungen? Ich habe jetzt insgesamt in diesen 6 Jahren 20 Gutschriften geschrieben. Das heißt, Sie haben das erstattet, oder? Ich habe das rückerstattet. Am Anfang war das von mir nur so ein bisschen Hobby, rauszufinden, woran es liegt. Ja, meistens ist es an der falschen Montage gelegen, dass der gar nicht in den Tank reingekommen ist oder an solchen Problemen. Nur wenn man jetzt schon mal in Massen verkauft, man kann nicht mehr jeden Problem auf den Grund gehen. Das geht zeitlich nicht mehr. Und wenn mir der Kunde das versichert, hat alles richtig gemacht. Und in diesen paar wenigen Fällen, wenn man jetzt 20 Stück auf 50.000 runterrechnet, da kommt man nicht mal im Promillebereich. Ja. Wenn es dann wirklich ein schwieriger Fall ist, sag, komm, schicken zurück, kriegst du Geld zurück, bevor ich da stundenlang mich dem Thema widme. Das klingt dann ja ganz so, wenn diese Technik funktioniert, was ja auch verständlich ist aufgrund der Verkaufszahlen und der Erfolge, die Sie damit nachweisen können, dann habe ich so das Gefühl, wie wenn Sie da irgendjemand auf die Füße steigen. Wenn dann so Gegenwind kommt und gerade auch in den Medien mit so fälschlichen Berichten da gegen sie geschossen wird. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber wer ist da jetzt der Gelackmeierte von Ihrer Technik? Ich möchte mal spekulieren, ja. Das ist alles reine Spekulation. Wir haben Fakt, 8,5 Liter Flottenschnitt seit über 20 Jahren. 8,5 Liter Flottenschnitt. Ja, also Durchschnittsverbrauch beim Pkw ist bei 8,5 Liter. Ach so, jetzt verstehe ich. Also Verbrauch insgesamt 8,5 Liter von den Fahrzeugen, die es auf dem Markt gibt. Ja. Die EU wollte wegen den Klimazielen, dass wir auf 5,5 Liter im Jahr 2014 runterkommen. Mhm. Ja, die deutsche Bundesregierung hat das verhindert. Die sagen das immer in CO2-Ausstoß in Gramm. Ja. Aber ich sage es jetzt im Verbrauch. Ja. Das heißt, bis 2017 ist das mal aufgeschoben worden. Das heißt, wir haben noch immer 8,5 Liter im Schnitt. Wir haben zwar Klimaanlage drinnen und die Sitze lassen sich elektrisch verstellen. Wir haben die doppelten PS wie vorher. Ja. Wir schleppen um 1000 Tonnen mehr herum. Mhm. Wir haben noch immer 8,5 Liter. Da gibt es vielleicht einen Lupo, der weniger braucht, aber der Schnitt ist bei 8,5 Liter. Jetzt fragt man sich, warum man das macht. Ja. Technisch, sage ich mal, wäre die Automobilindustrie in der Lage, auch weniger zu machen. Mhm. Ja. Aber warum macht man das nicht? Ja. Und ich möchte ein Beispiel aus der Türkei bringen, weil dann ist es für mich leichter. Ja. Wir haben in der Türkei erfolgreich getestet, aber dort ist der Spritpreis derzeit bei 2,40 Euro. Warum? Pro Liter. Pro Liter. Warum? Weil die Türken nicht so gerne Steuern zahlen. Wer macht das gerne? Ne? Und der Staat hat gesagt, an der Zapfsäule kriege ich euch. Ja. Mhm. Wenn ihr Auto fallen wollt, ja, dann müsst ihr danken, dann müsst ihr zahlen. Ja. Und ich sage mal vage, ähnlich ist auch hier bei uns in Europa. Ja, die Mineralsteuereinnahmen sind ein großer Posten. Ne? Mhm. Ja. Folge der Spur des Geldes und dann weiß man, wie es läuft. Mhm. Ja, wie gehen Sie jetzt dann damit um? Also ich meine, Sie wissen, dass Ihre Technik funktioniert. Mhm. 10.000-fach bewiesen, Sie haben es am eigenen Leib erfahren, Sie machen das nach wie vor weiter. Was ist da so Ihr nächster Schritt? Ja, okay, Sie sind jetzt heute bei uns, wir machen ein Interview, wir versuchen Aufklärung zu geben für diese Themen, aber wie sieht es da konkret aus bei Ihnen? Haben Sie da irgendwelche Pläne, über die Sie sprechen können, die das Ganze dann doch noch auf den Markt zurückbringt? Ja, wir sind zum Beispiel ja zum Deutschen Umweltpreis nominiert worden, also die Nominierung ist schon mal Auszeichnung. Ich glaube, irgendwann bekommen wir die Urkunde. Und wenn wir es da unter die ersten 10 schaffen im Oktober, dann wird es vielleicht ein bisschen bekannter. Was wir in Österreich machen, sind sogenannte Gemeindeprojekte. Mhm. Das heißt, wir haben in meiner Heimatgemeinde das Projekt gemacht, sauberste Luftgemeinde Österreichs. Mhm. Und im Rahmen vom Klimaschutzwettbewerb ist die Gemeinde Zweite geworden. Eine Maßnahme war dieser Stift.
Und wir haben jetzt vor kurzem in Wienerwald, in der Nähe von Wien, die zweite Gemeinde gemacht, wo wir auch so ein Projekt machen. Das heißt, wir machen Abgasmessungen vorher, nachher und zeigen ganz objektiv, wir reduzieren Abgase. Treibstoff ist ein Nebenthema, ja, aber interessiert die meisten. Aber wir stellen das als Abgasmaßnahme dar. Mhm. Und am Montag haben wir das nächste Projekt in der Steiermark, Bayerisch-Göldorf. Und wir sind jetzt an einer Landeshauptstadt auch dran. Mhm. Also da darf ich noch nichts Konkreteres sagen. Aber wir wollen das ein bisschen von unten rauf entwickeln. Ja, ja. Ja, und wir schaffen einfach Fakten. Ja. Ja, ja. Und das, wir merken schon, wenn wir mit Kommunen sprechen, das Abgasthema Feinstaub, das ist zum Beispiel ein Münchner Thema, haben wir in Österreich auch Probleme. Das sind Themen, die die Menschen berühren, weil dieser Feinstaub ja auch krebserregend ist. Und das kocht immer mehr hoch und an der Sache wollen wir ansetzen. Und wir sprechen halt mit vielen Leuten, also so wie jetzt hier. Dieser Bewusstseinswandel findet ja bei uns allen statt, Schritt für Schritt. Und jetzt hören das wieder ein paar tausend Leute und die sagen, wow, toll. Und die tragen das weiter, die setzen das ein, die probieren das. Und so verbreitet sich das langsam. Also man hat viele Leute, die sagen, nein, können wir uns nicht vorstellen. Wir sind noch nicht mal bereit, das zu testen, obwohl wir kein Risiko haben. Wir können es ja wieder zurückschicken, kriegen unser Geld zurück. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, nein, ich teste das jetzt. Ich nehme das, ich probiere das, ich finde es eine tolle Sache. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, an der freien Energie mitzuwirken. Und das ist ja sozusagen der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, die man heute konkret machen kann. Freie Energie geht ja noch viel weiter, da wird es viele weitere Produkte noch geben, auch aus dem Hause New Generation. Und das ist jetzt ein erster konkreter Schritt, wo man anfangen kann. Ich halte es für einen sehr sinnvollen Ansatz, wenn man quasi das grüne Gewissen an das grüne Gewissen der Menschen appelliert. Jedem ist heutzutage klar, die Umwelt steht am Ende, wir müssen etwas tun, damit es besser geht oder besser wird, und dass man quasi von der Seite kommt und gar nicht so den Ansatz bringt, ja, wir können hier mordsmäßig Sprit einsparen, sondern wir haben die Möglichkeit, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Da springen wahrscheinlich dann mehr Leute auf den Zug auf. Ja. Ja. Wir haben ja einen kleinen Trojaner für die anderen auch, die noch nicht so weit sind vom Bewusstsein. Da können wir vielleicht die Prüfstandsmessung einblenden, die letzte Folie. Ja, Sie haben noch eine Folie mitgebracht. Das war eine Messung an einem alten Dreier-Golf. Das heißt, je älter die Technologie, umso größer ist der Effekt. Und die violette Linie, die so steil nach oben geht, das war die Linie, bevor der Stift eingebaut wurde. Da hatte der 75 PS, der Golf. Und nach zwei Tankfüllungen ist dann die gelbe Linie gemessen worden. Da hat er dann 103 PS gehabt. Mhm. Und vom Verbrauch her bei 100 Kilometer hat er 5,5 Liter verbraucht auf 100 Kilometer und nach diesen zwei Tankfüllungen hat er 3,5 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Fast wie der Lupo. Ja, 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 genau, ja. Richtig. Und die Endgeschwindigkeit, ich weiß nicht, ob wir das noch vorlesen sollen, aber für deutsche Autobahnen von 185 km/h dann auf 210. Das ist, wir haben Kunden, ja, die sagen, wenn er besser zieht und so, ist mir interessant, aber die tun automatisch was für die Umwelt, ob sie jetzt mehr Leistung haben wollen oder nicht. Aber sobald der Stift drinnen ist, haben wir weniger Abgase und damit ist er ein kleiner Trojaner. Ah, ich verstehe, ja, okay. Also ich habe Kunden, die sich den Lastwagenstift gekauft haben, weil die gesagt haben, das ist das beste Tuning, was ich meinem Auto antun kann. Mhm. Der Motor hält länger, er ist sauber und hat noch mehr Leistung. Und ich spare noch, wenn ich normal auf der Autobahn fahre, in der Schweiz ja 120, spare ich noch. Und wenn ich dann mal wirklich bisschen zügiger fahren will, habe ich auch die zusätzliche Leistung zur Verfügung. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Triple-Win-Situation genau. Für alle irgendwie. Genau. Ja. Für Sie, dass Sie das Ding auf den Markt bringen, ganz klar. Und natürlich für die Leute, die es benutzen, weniger und so weiter. Ich verstehe es oft nicht, warum so viele Menschen ein Problem damit haben, so eine Technik anzunehmen. Das war aber schon immer so in unserer Geschichte. Als Galileo das Fernrohr gebaut hat und gesagt, Leute, schaut einfach mal bitte durch das Rohr. Ich habe gesehen, da ist was anders. Da haben sich die Menschen geweigert, das anzuschauen. Es geht um die Pioniere. Also wir sprechen mit dem Produkt wirklich die Pioniere an, die sagen, wow, ich möchte was machen, tolle Geschichte. Wenn es wirklich ein Betrug ist, kann ich es zurückschicken, kriege mal Geld wieder. Sie können wirklich einen Beitrag leisten. Das finde ich eigentlich das Tolle dran. Und es geht ja wirklich dann weiter. Also wir haben jetzt Anwendungen im Schiffsbereich zum Beispiel, natürlich Lkw-Bereich, Busbereich. Jetzt hat es ein Schiffskapitän getestet, eines Rheinkahns. Der wird natürlich ein bisschen einen anderen Apparat einbauen. Der hat einen anderen Apparat eingebaut bekommen. Und der hatte zwei Motoren. Und dann hat man die synchronisiert vom Werk her. 1200
Kilowatt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann haben sie festgestellt, wenn er die synchronisiert hat, die beiden Motoren verbrauchen die exakt gleich viel, im Promillebereich Unterschied. Mhm. Und dann nach diesem Test hat er dann den Fuel Saver XXL reingetan in seinen Tank. Und siehe da, er spart jetzt 6,2% Schiffsdiesel. Und das sind natürlich Tausende von Euro im Monat. Ja. Vergleich linker mit rechter Maschine. Vergleich, ja, genau. Ach so, zwischen den beiden Motoren. Okay, ja, ja. Konnte er einen Unterschied feststellen zwischen beiden Motoren? Genau, also es geht ja immer darum, wie kann ich das jetzt sauber messen. Ja, 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 okay, verstehe. Beim Pkw ist es noch einfach oder relativ einfach. Da weiß ich in der Regel, wenn ich achtsam bin, was ich verbrauche. Oder ich weiß, wie weit komme ich mit einer Tankfüllung. Mhm. Wenn ich normalerweise 700 Kilometer weit komme, auf einmal komme ich 800, 900 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Und ich habe meine Fahrweise jetzt nicht groß verändert, weiß ich, ob hier ist irgendwas passiert, ja. Aber da verstehe ich eben nicht, warum so viele Leute immer noch so skeptisch sind. Gerade Großunternehmer, die ja eigentlich aufs Kapital extrem schauen. Wenn jetzt so ein Reeder mit 25 großen Tankern auf der Welt unterwegs ist, die jeden Tag Tausende von Tonnen von Diesel rausblasen, ja, das muss doch diese Leute irgendwann mal erreichen, diese Nachricht, dass sie da massiv Geld sparen. Das muss ja niemand mitkriegen. Mit der Zeit kriegen wir jeden. Ja, und ja, ja. Wir müssen halt das einfach weitertragen. Und jeder kann dazu einen Beitrag leisten, indem er selber einsetzt und weitererzählt, seinen Freunden erzählt. Und jeder arbeitet ja irgendwo oder viele arbeiten irgendwo, dem Chef das erzählt. Ja, ja. Und die Entwicklung geht weiter. Sprechen Sie als Vertriebler da konkret so Großkunden an, Reedereien oder Fluggesellschaften oder Fuhrbetriebe? Fuhrbetriebe vor allen Dingen. Fluggesellschaften ist schwierig, weil das sind ja sehr, sehr lange Bewilligungsverfahren. 10 Jahre oder das mehr. Ist wieder was anderes. Aus Sicherheitsgründen, das verstehe ich auch. Aber natürlich Reedereien ist ein spannendes Thema. Vor allem, wir reden vor allen Dingen sehr viel mit Flottenbetreibern, also Lkw-Flotten, Busflotten. Es gibt jetzt öffentliche Unternehmen in Österreich. Österreich ist natürlich vorne dran. Dadurch, dass das Produkt dort schon lange ist. Die österreichische Post testet jetzt die Bahn. Jetzt hat sich die Deutsche Bahn interessiert. Ein Vertriebspartner von uns hat die Deutsche Bahn angesprochen. Da gibt es ja auch noch viele Dieselloks. Nicht alle Strecken sind elektrifiziert. Ja. Da überlegt man sich jetzt, ob man vielleicht einen ersten Test machen möchte. Also so langsam verbreitet sich das. Die Lkw-Hersteller, vor allen Dingen die nordischen, Scania ist sehr offen, wollen jetzt Tests machen mit dem Produkt in Luxemburg. Mit unserem luxemburgischen Partner, ich spreche mit den Deutschen jetzt. Volvo hat ein Konkurrenzprodukt von uns getestet, was uns auch hilft, einfach um die Idee weiterzubringen. Die empfehlen ihren Kunden zum Teil andere Produkte, womit sie auch teilweise sparen können. Also langsam, denke ich, entwickelt sich das und eben der Bewusstseinswandel. Ja, das Glas ist noch nicht halb voll, aber es füllt sich zunehmend. Mit jedem Tag kommen neue Leute und sagen, wow, tolle Sache. Wir möchten es gerne nutzen, wir möchten es gerne weiterverbreiten, Vertriebspartner werden. Also wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung, auch wenn es immer wieder sagen wir, von gewissen Stellen her Rückschläge verzögert wurde. Ja. Sie kennen bestimmt dieses Zitat oder diesen berühmten Spruch über die Wahrheit, dass sie 4 Stufen hat. Zuerst wird sie ignoriert, dann wird sie lächerlich gemacht, dann wird sie vehement bekämpft und irgendwann als allgemeingültig anerkannt. Genau. Sind Sie jetzt schon auf der Stufe von bekämpft, von Nummer 3 auf 4, denke, dass der nächste Schritt ist. Ja, was wir in Österreich gesehen haben, ist schon ein sehr massives Problem. Ich meine, das sind ja verzweifelte Maßnahmen, wenn da Schauspieler engagiert werden und irgendwelche Fake-Sendungen gesendet werden, nur um sie zu diskreditieren, ohne Substanz und ohne jede Basis von diesem Ganzen. Ja. Das klingt schon, wie wenn die das irgendwie ist Stufe 3, so würde ich auch sagen, mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, ja, fantastisch. Ja, so. Wir sind auf gutem Weg. Sie haben vorhin gerade noch kurz angesprochen, dass Sie noch eine ganze andere Reihe von Erfindungen mit einem neuen Bewusstsein da haben. Haben Sie da irgendein konkretes Beispiel da? Was Sie? Also wir haben im Verbrennungsbereich, was dann nahe liegt, Ölheizungen, läuft auch mit Diesel im Prinzip, Heizöl ist das Gleiche. Da haben wir Produkt dann für Gasheizungen und erstaunlicherweise auch für Holzheizungen. Mhm. Ja, wir können auch Holz umwandeln, dass es besser verbrennt. Und da gibt es halt diese Anwendungen stark in Österreich, Hackschnitzelsysteme oder Pelletsysteme, ist auch in Bayern sehr bekannt, in Kanada auch jetzt in Verbreitung. Das heißt, wir haben den gesamten Verbrennungsbereich, bieten wir was an. Mhm. Und das kann man bei uns im Internet dann nachlesen. Es sind dann diese Produkte und wir gehen jetzt im Verbrennungsbereich von Haushaltsanlagen, wo wir bestehende Produkte haben, langsam in Industrieanlagen. Mhm. Also erste Tests fangen jetzt im Industriebereich an. Haushaltsanlagen haben wir bis 75 Kilowatt, das sind so bis 2 Familienhäuser. Mhm. Und erste Industrieanlagen gehen jetzt los bei 600, 700 Kilowatt. Und im Holzbereich werden wir mit
einer großen Kommune in Deutschland ein Fernwärmeheizwerk mit 2 Megawatt, das 700 Haushalte versorgt, demnächst erste Versuche durchführen. Also wir beweisen das wirklich, dass das funktioniert. Wir messen das vorher und nachher und da muss sich ein Unterschied ergeben. Das ist keine Glaubensfrage und ich muss sagen, ich habe es ja gerne mit Technikern zu tun, weil die sagen, wenn ich es messen kann, ist Fakt. Ja. Und dann gibt es keine Diskussion. Ja. LKW-Bereich ist manchmal ein bisschen schwierig, weil da immer unterschiedliche Bedingungen sind. In den Langfristtests sehen wir zum Teil sehr gute Ergebnisse, zum Teil fahren die Fahrer einfach schneller, weil die Zeitdruck haben. Und wir sehen dann erst, wenn wir die Motordaten bekommen, der ist vielleicht 8% schneller gefahren, das heißt aber 16% mehr Luftwiderstand, 24% mehr Motorleistung und hat zusätzlich noch 3% gespart. Der Unternehmer sieht dann die 3%. Wir sehen in den Motordaten dann, aber er ist viel schneller gefahren. Da ist es manchmal nicht immer so einfach, die Einsparung ganz glasklar zu sehen, vor allen Dingen, wenn es wechselnde Bedingungen Fahrer gibt. Aber in dem stationären Bereich, wir haben einen anderen Bereich, der uns sehr interessiert, Blockheizkraftwerke, sind ja in Deutschland sehr stark verbreitet, auch in Österreich, in der Schweiz jetzt weniger. Ist ja eine sehr effiziente Form der Energieerzeugung, ist ja auch breit gefördert worden, in Deutschland zumindest. Und ich denke, das ist so ein nächster Bereich, wo wir gerne mehr Anwendungen sehen würden und auch im Moment Tests durchführen. Wir haben im Vorgespräch ein interessantes Thema angesprochen, Stichwort Fukushima. Ja, Sie haben mir erzählt, dass es Möglichkeiten gibt, radioaktive Strahlung in einem gewissen Bereich zu reduzieren. Wie weit sind Sie da jetzt mit Ihren Forschungen und was können Sie darüber sagen? Wir sind schon über die Forschung hinaus. Wir haben einen Feldversuch in Tschernobyl gemacht. Dort haben wir das bekannte Cäsium-137, das sich einmal vor 20 Jahren über uns ergossen hat. Ja. Ich kann mich noch erinnern, die Kirschen sind schöner gewachsen mit dem Cäsium als vorher. Und da haben wir Versuche gemacht. Wir bauen pro Monat 12-15% Cäsium-137 ab. Das heißt, Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Das heißt, bis die natürlich die halbe Strahlung hat. Darum sage ich, ich muss so 300-500 Jahre warten, dann kann ich die Erde wieder betreten. Und wir schaffen den Abbau auf null innerhalb eines Jahres. Wir haben das in Tschernobyl ausprobiert und haben eben 12-15% pro Monat Radioaktivität abgebaut. Und das war der Feldversuch. Jetzt fragt man sich, warum wir dort nicht die Sanierung gemacht haben. Da gibt es auch wieder einen kommerziellen Grund. Die EU zahlt ja 800 Millionen Euro für das Betondach. Die Kreise, die ich kenne, sagen, das kostet dann im Endeffekt das Doppelte wie jede Bauernmaßnahme. Also 1,6 Milliarden investiert da die EU und das soll nicht gefährdet werden. Aha, weil das wäre dann überflüssig, mehr oder weniger. Ja. Man könnte es billiger machen. Da wird doch aber auch schon lange dran gebaut. Ich habe vor Jahren eine Doku gesehen drüber und da gab es fast keine Bauarbeiter auf dieser Baustelle, wo da offiziell die größte Baustelle Europas ist. Aber wir haben ja einen ganz anderen Punkt mit Radioaktivität, Fukushima. Da haben Sie auch von ganz merkwürdigen Erfahrungen mit den hiesigen, mit den dortigen Behörden erzählt. Ja, es war interessant. Ich bin über einen japanischen Botschafter in Deutschland, habe einen Kontakt bekommen zu einem japanischen Wissenschaftler. Wir haben uns zuerst über die Technologie ausgetauscht, bis er dann bereit war, das zu testen. Und dann haben wir verschiedene Produkte runtergeschickt, jetzt nicht nur für Bodensanierung, was das erste Thema war, sondern auch um Wasser zu dekontaminieren und auch um Nahrung zu dekontaminieren. Und nach 4 Monaten rief ich dann an, beziehungsweise hatte E-Mail-Verkehr und fragte, was jetzt ist, weil man kann das innerhalb einem Monat messen. Ja. Nach 4 Monaten sagt mir dann, keinen geeigneten Geigerzähler, um das zu messen. Ja. In Fukushima? In Fukushima, ja. Ja, das ist ja auch eine Gegend, wo man sowas nicht so oft braucht. Ja, genau. Also das war eine sehr witzige Aussage für mich. Ja. Ich habe dann über einen anderen Kontakt erfahren, dass die Japaner sehr nationalstolz sind und die wollen unbedingt selber eine Lösung finden. Sie versuchen es jetzt mit Sonnenblumen, die Radioaktivität aus dem Boden zu ziehen. Dann sind natürlich die Sonnenblumen radioaktiv verseucht. Ja, aber das kann ich verdünnen, indem ich das in Sonnenblumenöl dann
entsprechend verdünne und dann sind wir unter die Grenzwerte, dann bekommen wir alle wieder was davon ab. Es ist nicht sehr effizient, aber die wollen mit Biegen und Brechen sich nicht helfen lassen. Mhm. Ja, und zur allgemeinen Bevölkerung dringen wir nicht durch. Mhm. Ja. Kennen Sie keinen Japaner zufällig in Österreich, der das dann als deren Erfindung verkaufen könnte oder so? Vielleicht von der Seite wieder. Ja. Also ich merke, egal wo man hinkommt, man hat immer wieder mit den gleichen Problemen zu tun. Wir hatten ja schon öfters Gäste da, die tolle Dinge erfunden haben oder von Dingen erzählt haben. Offensichtlich ist es noch nicht ganz so weit. Ja. Das heißt, wir müssen alle noch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit leisten. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie das tun. Vielen Dank, dass Sie erstens mal diese Arbeit machen. Zweitens, dass Sie zu uns gekommen sind und natürlich für Sie und Ihren weiteren Weg alles Gute. Also wenn es klappt, werde ich das alles auch testen. Ja. Ich werde es Ihnen dann mitteilen, was daraus geworden ist. Ja, gerne. Ihnen vielen Dank, dass wir hier gerne, sein durften. Gerne. Alles Gute Ihnen. Ja. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle natürlich der Hinweis, wo Sie weitere Infos über den Fuel Saver finden können. Unter www.n-g.at können Sie da etwas entdecken oder www.be-fuelsaver.net. Da können Sie dann alles nochmal nachrecherchieren und lesen. Und natürlich auch wieder der Hinweis für uns selbst. Unter www.raumundzeit.tv können Sie in unserer Mediathek natürlich auf viele andere interessante Sendungen zurückgreifen. Oder wenn Sie einfach mal eine gratis Leseprobe online anschauen wollen, dann unter www.raumundzeit.com. Aber bitte denken Sie an die Minus zwischen den Worten. Dann können Sie nämlich auch sich sogar ein Probeheft bestellen lassen, haben Sie sogar selber in der Hand und eine tolle Sache. In diesem Sinn, ich sage vielen Dank für Ihr Interesse, bis bald und an dieser Stelle wieder bei Raum und Zeit Studio Talk.